Vielen Dank, Juri. Zur DGO gehört auch, dass wir unterschiedliche Generationen miteinander ins Gespräch bringen und dass wir das, was ein Schriftsteller begrifflich sehr frei auf den Punkt bringen kann, wissenschaftlich noch einmal auf den Prüfstand stellen. Zu diesem Zweck haben wir Buttakos Kasymbekova eingeladen, ihres Zeichens Historikerin, die auch gelebte Globalisierung repräsentiert. Sie kommt ursprünglich aus Kasachstan, hat in Großbritannien studiert und den ersten Abschluss gemacht, wurde promoviert mit einer Arbeit über die frühe Durchsetzung der sowjetischen Herrschaft in Tadschikistan an der Humboldt-Universität und arbeitet nun an der Universität Basel in der Schweiz. Und wie man dem Vernehmen nach aus der Schweiz hört, wenn man ab und zu in der Schweiz ist, denn die Schweiz ist sehr klein und die Gerüchte sind groß, gibt es gute Perspektiven, dass es nicht nur bei den 2 Jahren in Basel bleibt, sondern dass es andere Möglichkeiten unter Umständen auch geben könnte. Wir sind sehr froh, dass Sie hier zu uns nach Jena gekommen sind und ich möchte Sie jetzt bitten, hier oben Platz zu nehmen. Was sagen Sie denn als Historikerin zu Juri Andruchowitschs Analyse? Juri, komm doch ein bisschen näher. Ich dachte über das Privileg, frei zu sprechen, was man denkt. Ich habe jetzt während des Vortrages daran gedacht, dass in Kasachstan zum Beispiel das Thema der Kolonisierung haben tatsächlich Künstler und Schriftsteller vor vielen Jahren angefangen. Die waren die Ersten, die über sowjetischen Kolonialismus, über die Erfahrungen, über den Schrecken, von sowjetischen Schrecken tatsächlich Künstler gesprochen in der Wissenschaft, war es sehr schwierig, darüber zu sprechen, auch weil zum Beispiel, als vor vielleicht 5, 6 Jahren das Thema zur Sowjetunion geöffnet war, waren vor allem über Zentralasien zum Beispiel russische Wissenschaftler eingeladen, über Dekolonisierung zu sprechen. Es war sehr interessant für mich, weil es waren ältere Männer aus Moskau oder Petersburg, die eingeladen waren, über das Thema zu sprechen. Natürlich war es immer die Moskauer Perspektive. Und es war ja natürlich sehr viele dann Gespräche und ich habe mich zuerst, also diesen großen Unterschied zwischen was Künstler und Schriftsteller sagen und wie es in der Wissenschaft passiert ist. Und also persönlich, ich finde, dass wir sehr ähnlich denken und das freut mich, weil das passiert sehr selten. Und was sagt die Historiker zu der Schuldthese? Die Kultur sei schuld an der Kontinuität des Imperialen in Russland. Also Schuld ist ja natürlich eine große Frage. Also keiner trägt ja natürlich Schuld für Lermontow oder für seine Texte. Die Verantwortung natürlich, das umzudenken, vielleicht kann jemand nehmen. Man kann die Verantwortung überhaupt nicht auffordern. Das ist eine Entscheidung. Verantwortung ist vor allem ist eine Entscheidung, etwas zu sehen, was man vielleicht vorher nicht gesehen hat und vielleicht anders zu denken. Kultur ist, wie Herr Pollens gesagt hat, die Kolonisierung fängt mit dem Denken. Also unsere, wenn wir agieren, wir erzählen uns erstmal eine Geschichte. Ja, wir erklären. Also wir agieren nicht gedanklos. Wir erzählen uns eine Geschichte, warum wir das oder das tun. Wenn wir jemanden töten, können wir sagen, wir befreien
ja, befreien ein Land zum Beispiel von den Nazis. Man muss diese Nazi-Geschichte erstmal sich erzählen, man muss diese Kultur erschaffen, man muss dieses Referenzsystem erstmal erschaffen, damit die, das, was wir tun, als unschuldig, als, damit wir unsere Akten rechtfertigen. Und russische Kultur natürlich rechtfertigt Gewalt. Also wenn wir Lermontov und wenn wir Puschkin oder Brodsky, also ich war sehr, es war super interessant für mich, wie Brodsky als Sakraler, als Heiliger gilt in Russland. Und wenn er ja gegen Unabhängigkeit der Ukraine, das war jetzt nicht so wichtig. Aber diese Kultur, das zu übersehen, das ist, Kultur ist ja natürlich Teil, die ermöglicht, weil das ist ein Referenzsystem, in dem wir agieren. Deswegen kommt es zusammen und man kann eines von dem anderen nicht. Deswegen natürlich diese postkoloniale Studien fing auch Literaturwissenschaftler, weil sie genau diese Geschichten, die rechtfertigen, die Machtsysteme rechtfertigen, die Gewalt rechtfertigen, auseinandersetzen. Weil erstmal, wenn wir anders denken, können wir auch anders agieren. Ich möchte trotzdem, Juri, diese These nochmal hinterfragen. Rückwirkend lässt sich das leicht so formulieren. So trennten sich unsere Wege, die der Ukraine von denen der Russen, historisch. Die einen wollten Absolutismus und Imperium, die anderen eine unabhängige demokratische Republik. Solche Scheidungen sind für immer und ewig. Du beziehst dich da auf die Zeit der späten Sowjetunion während der Perestroika. War das tatsächlich so schematisch? War das tatsächlich so klar? Denn es gab ja ein demokratisches Russland. Es gab eine Wahl, die sich vor allen Dingen gegen die Fortexistenz des Sowjetischen legitimiert hat. Die Wahl Präsident Jelzins war eine Wahl gegen das Sowjetimperium. Ist das nicht rückwirkend eine Konstruktion, die du da vornimmst? Wahrscheinlich, ja. Das ist eher eine Konstruktion. Also alles, was ich schreibe, ist ein Konstrukt. Aber ich habe manche Argumente, die diese meine These irgendwie bestärken können. Vor allem habe ich damals diese ganze politische Bewegung, demokratisches Russland mit dem Jelzin auf der Spitze, wirklich optimistisch und mit Sympathie gesehen. Ich hatte damals noch viel Hoffnung auf unsere gemeinsame, freundliche und friedliche Zukunft. Ich meine, Ukraine und Russland gemeinsame nicht im Sinne in einer neuen Sowjetunion oder in irgendwelcher anderer Staatlichkeit, aber gemeinsam, weil wir einfach Nachbarn sind und gemeinsame Grenze haben. Aber gleichzeitig hatte ich schon damals solche Vermutungen, dass diese Jelzins Pathos, Jelzins als ein kollektiver Jelzin meine ich jetzt, also demokratisches Russland, das ganze dieser Pathos gegen Sowjetunion, gegen die kommunistische Partei, das ist einfach eine Episode in unendlicher Geschichte russischen Kampfes für die Macht. Und nachdem Jelzin und die Demokraten Russlands diese Macht bekommen haben, wurden sie sofort zu Neoimperialisten. Die allerersten Schritte nach,
nach den wunderbaren Worten von Jelzin, adressierte sich an die autonomen Republiken Russlands damals. Wir erinnern diese Phrase noch. Nimmt bitte so viel Souveränität, wie ihr nur könnt. Und sofort nach diesen Worten gab es schon eine Kette von Militärkonflikten, wo überall dieses neue, dieses demokratische Russland mit pro-westlichem Präsidenten Jelzin nicht nur teilgenommen hat. Die hat das alles entzündet. Die hat das inspiriert. Abchasien, Adjarien, Transnistrien, Republik Ichkeria, in Zentralasien eine Kette von sogenannten Bürgerkriegen und natürlich Karabach als die Fortsetzung des Konfliktes, der noch in die sowjetische Zeit angefangen hat. Also das alles war für mich ein Zeichen, dass nein, vielleicht ein bisschen Hoffnung noch, aber man muss das nüchtern sehen. Juri hat das formuliert mit dem flapsigen Satz: Was stimmt nicht mit Russland? Und er antwortete: Es hat nie bereut, keine historische Schuld anerkannt und nie eine Absage an das Imperium formuliert. Warum, Ihrer Wahrnehmung nach, war dies für Russland in der Schlüsselperiode der späten Sowjetunion und dem neuen Russland unmöglich? Ja, erstmal eine historische Note. Jelzin hat schon vor im Jahr 91, vor dem Referendum, Ukrainern schon gesagt, dass falls ihr für die Unabhängigkeit wählt, wird Moskau, Russland, Ansprüche auf Ostukraine und Krim haben. Also das war schon vorher, das war jetzt nicht danach. Wir wollten das nicht hören. Und die Sache ist, es ist eher strukturell, also Schuld anerkennen. Also ich denke, es geht ja nicht nur, sich zu entschuldigen. Es geht ja darum, sich zu reformieren. Also ich vertrete die These, wir sollen die Russländische Föderation nicht auf Russland reduzieren. Die Russische Föderation besteht aus 85 administrativen Einheiten, 21 Republiken mit ihren Parlamenten, mit ihren Verfassungen. Also wenn wir Russland sagen, dann eliminieren wir sofort Tatarstan, Baschkortostan, Ichkeria, Kalmykien und so weiter und so fort. Deswegen, es gibt tatsächlich kein Russland, es gibt russländische Föderation auch offiziell, und ich denke, wir sollen tatsächlich versuchen, unsere Sprache zu ändern, damit wir auch diese Diversität auch sehen. Und wenn wir diese Diversität sehen, dass es tatsächlich... Jedenfalls bleibt auch im Fall russische Föderation bleibt russische. Ja, das, ich stimme. Wir sehen immer noch keine Buryaten, Baschkiren. Ich bin sehr unzufrieden, auch mit der russländischen Föderation. Erstens, weil es keine Föderation gibt. Sie können gar nicht einfach diese Föderation verlassen. Und zweitens, russländische ist es genau diese, wir machen dieses Land russisch. Also das ist ein sehr problematischer Begriff, aber es ist mindestens ein Schritt weiter. Weil wenn wir wissen, dass es so viele Republiken gibt, dann werden wir auch vielleicht deren Geschichte uns anschauen und dann diese ganze Gewalt sehen. Mit den 90er Jahren, es geht tatsächlich um Strukturen. Es gibt Zentrum, es gibt Moskau und es gibt das alles da, und wir wissen nicht, was das ist, und alles läuft über Moskau. Wenn wir über Russland oder russländische Föderation oder russischen Imperium denken, denken wir ständig an Moskau und Petersburg. Also wir denken immer, unsere Prisma ist sehr fokussiert auf diese zwei Metropolen. Und so sehen wir dann
auch andere Republiken neben und es erlaubt es sehr viel zu übersehen. Vielleicht gehe ich ein bisschen in das Jahr 22, als in Kasachstan die Januaraufstände stattgefunden haben. Das war sehr interessant für mich zu beobachten, weil viele Beobachter haben genau die gleichen Narrativen, die sie über Ukraine, über Georgien, über Belarus, über Kirgisistan, auch für Kasachstan verwendet. Und nach der Vollinvasion haben viele Kasachen auch gewitzt, jetzt bald werden wir auch als Nazis genannt. Und tatsächlich wurden sie sehr schnell in Russland als Nazis auch beschimpft. Ist eigentlich eine Solidarisierung in der Gesellschaft mit der Ukraine zu beobachten in Kasachstan? Absolut, seit 2014. Sehr starke Identifizierung und Solidarisierung mit der Ukraine aus zwei Gründen, vielleicht aus drei Gründen. Erstens, aus Moskau kamen die gleichen Narrativen. Also man hat Ukrainern erzählt, ihr habt keine Staatlichkeit, keine Geschichte. Lenin hat euch erschaffen. Und das Gleiche hat man Kasachen gesagt. Also zweitens, Kasachstan und Russland teilen die zweitgrößte Landgrenze der Welt. Und das ist schon, also wenn man eine Grenze teilt und Solzhenitsyn hat auch Ansprüche schon gesagt im Jahr 91, als Solzhenitsyn das geschrieben hat. In dem Jahr, als meine Großmutter den Artikel gelesen hat, hat sie aufgehört, mit mir Russisch zu sprechen. Seitdem sprach sie mit mir Kasachisch. Und natürlich haben wir Hungersnot, also Hungererfahrung. Und deswegen, also aber vor allem die gleichen Narrativen, dass Nordkasachstan gehört eigentlich Russland, das sind russische. Und natürlich, Kasachen haben immer Angriff erwartet und man war überzeugt. Das ist sehr interessant, wie viele Länder erwarten diesen Angriff in Moldau. Menschen denken, wir sind die Nächsten. In den baltischen Ländern denkt man, wir sind die Nächsten. In Kasachstan denkt man, man ist überzeugt, wir sind die Nächsten. Natürlich die Krim-Annexion war in Kasachstan, das sorgte für viel Empörung. Und während der Vollinvasion war die kasachische Gesellschaft sehr stark pro-ukrainisch. Natürlich, Und die politische Klasse? Politische Klasse, für die Möglichkeiten, dass die politische Klasse hat. Erstens, die politische Klasse will nicht die Macht verlieren. Man ist deswegen mit Moskau verbunden. Als die Aufstände in Kasachstan kamen, natürlich war es für die politische Klasse ganz wichtig, dass Moskau kommt und die Menschen niederschlägt. Gleichzeitig gab es ganz viele Signale von der Regierung, weil es diese reale Ängste in der Gesellschaft gibt, dass wir werden die Nächsten sein, durfte der Präsident gar nicht sehr pro-russisch sein und musste die Grenze ziehen und hat viele sozusagen Signale gezeigt. Und jetzt vor kurzem gab es einen Artikel, dass Tokayev hat gesagt, dass in Kasachstan muss man sich jetzt vorbereiten, unsere Souveränität zu verteidigen, auch mit Waffen. Und und natürlich gab es auch viel Hilfe und symbolische Hilfe die Regierung hat es auch unterstützt. Juri, mich interessiert, verankerst du dein politisches Denken in dem postkolonialen Diskurs? Ja, meinen Zweifel habe ich in diesem Text schon geäußert. Also eigentlich wenn ich das so nennen darf, klassische Theorie oder klassische postkoloniale Wissenschaft, sie überzeugt mich eigentlich, wenn man so diesen Begriff und diese Studien an die sozusagen weit entfernten Welten beschränkt, dann wahrscheinlich bekommt man bestimmte wissenschaftliche
Präzisheit, Genauigkeit. Aber andererseits, keine Wissenschaft geht irgendwie weiter, entwickelt sich, wenn sie immer in bestimmten Grenzen bleibt und in bestimmten Grenzen Verständnisses, was hier Objekt der Studien ist. Und in dem Sinne sieht mir die postkoloniale Forschung der ukrainischen Realität, ukrainischer Geschichte, ukrainischer Kultur und so weiter, immer noch ziemlich interessant aus. Ich bin keiner Fachmann in diesem Bereich. Also meiner Meinung nach gibt es immer die offene Frage, wie wird man eigentlich zu einer Kolonie? Ist das immer nur ein Ergebnis von einer Kriegsinvasion, von einer Militäreroberung? Oder gibt es die anderen Formen? Für die Ukraine ist wahrscheinlich festgestellt, also als historische, wissenschaftliche Tatsache, dass das ein Land, das teilweise annektiert wurde und teilweise erobert. Unter annektiert verstehe ich relativ friedliche Prozesse, die aber auch schlechte Folgen für dieses Land hatten. Aber die postkoloniale Theorie ist in der Ukraine, abgesehen von mir, ist durchaus wichtig und produktiv. Und das liegt wahrscheinlich in der Tatsache, dass unsere Intellektuellen Anfang der 90er für sich vor allem die amerikanische akademische Welt entdeckt haben. Sie bekamen die ersten Einladungen in die englischsprachige Welt, ja, vor allem, wo diese Theorie gerade die Spitze war. Ja, das war, wenn ich das so sagen darf, auch eine Art Mode an allen Unis. Ja. Aber was ich frappierend finde, in Vorbereitung auf diesen heutigen Abend, habe ich einen Text von Walter Mignolo, einem argentinischen Theoretiker des postkolonialen Denkens, gelesen. Und in diesem Text, it's a change of era, no longer an era of changes, behauptet er, Russland begehe keine Aggression gegen die Ukraine, sondern verteidige sich gegen die Zumutungen des Westens. Wortwörtlich sagt er, die zwischenstaatliche unipolare Revolution der Entwestlichung hat eine Gegenrevolution zur Re-Verwestlichung hervorgerufen. Die Ukraine ist hier zum Point of No Return des Westens geworden. Die Entwestlichung der Multipolarität zu stoppen, um die Unipolarität und den globalen Marsch in die Verwestlichung zu bewahren. Im Klartext, die Ukraine... Ja, bitte Klartext. Die Ukraine ist nicht Subjekt, sondern sie ist das Objekt des Westens und es ist der Schauplatz eines Krieges zwischen dem Westen zur Zurückdrängung der Multipolarität, für die Russland und China sich besonders engagieren. Wie ist das zu erklären? Ja, darf ich? Weil ja, das war auch für mich ein bisschen ein Problem, das Wort postkolonial oder Dekolonisierung zu benutzen früher, weil es gibt natürlich keine eine Theorie und es gibt viele verschiedene Einsichten. Und aber es gibt diese eine Tradition in der so linken orientierten Wissenschaft, wo Kapitalismus mit Kolonialismus gleichgesetzt wird. Und es ist sehr anti-amerikanisch. Und das ist eine sehr marxistische und einfache Vorstellung. Und deswegen, ich konnte damit nicht klarkommen. Also für mich tatsächlich war interessant,
postkoloniale Ansätze in der Literaturwissenschaften tatsächlich, wo genau gezeigt wird, wie Sprache agiert und Gruppen zu dehumanisieren, ja, und zu marginalisieren. Und das war sehr interessant natürlich. Aber diese Idee, dass Kapitalismus alles das Böse ist und Amerika verkörpert Kapitalismus und deswegen Dekolonisierung heißt automatisch Anti-Amerikanismus. Damit konnte ich nicht klarkommen. Und Sozialismus wird ja natürlich sehr romantisiert und Russland oder russländische Föderation, aber es wird natürlich als Russland bezeichnet, verkörpert diese antikoloniale Bewegung. Und ja, natürlich mit dieser Brille, genauso wie mit dieser moskauzentrischen Brille, hat man gar nicht, ich denke, sehr oft verstanden oder wir haben darüber nicht oft genug gesprochen, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion die Demokratisierung fand nicht im Zentrum des Imperiums statt, sondern in ehemaligen Peripherien. Wo war die Zivilgesellschaft so aktiv? In der Ukraine, in Georgien, in Kirgisistan, in Belarus, in Kasachstan. Wieso ist es dann? Und alle haben immer gedacht, Russland. Die Hoffnungen waren immer auf Moskau. Und man hat nicht verstanden eigentlich, wieso ist es woanders tatsächlich stattgefunden. Baltische Länder sind eine der demokratischsten Länder überhaupt auf dieser Welt jetzt, heutzutage. Und ja, natürlich gibt es diese, aber ich habe während der Vollinvasion viele auch andere linksorientierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kennengelernt, wo natürlich die Mignola stark kritisiert haben. Und gerade führen viele Diskussionen darüber, was es eigentlich heißt. Und natürlich diese Mythen über Sozialismus, über die Russländische Föderation, über die Sowjetunion, gerade lernen viele außerhalb unseres Regiones genau die Geschichte besser lernen. Direkt dazu. Ja, nur ganz kurz. Ich sehe keine andere Möglichkeit, mit so einem Autor zu diskutieren, als nur, ich würde ihn in die Ukraine einladen. Und ich würde ihn im ganzen Land begleiten. Und ich hoffe, dass solche Sachen noch funktionieren können. Dass der Philosoph ist der Literaturwissenschaftler noch besser als Philosoph. Dass er auf die Wahrheit seine Augen nicht mehr schließen wird. Ja. Juri, du bist gestern angekommen nach einer 30-stündigen Fahrt mit dem Zug. Wie ist die Stimmung in der Ukraine? Ja, nicht nur mit dem Zug. 30 Stunden, da gibt es auch einen Flug. Mit dem Flugzeug bin ich von Krakau nach Frankfurt Main geflogen, aber das ist unwesentlich. Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist natürlich in verschiedenen Gebieten ganz verschieden, weil die Erfahrungen auch verschieden sind. Ich lebe in meiner Heimatstadt. Ich bin dort zu Hause seit meiner Geburt. Und diese Stadt hat Glück. Wir sind im Westen der Ukraine. Ivano-Frankivsk liegt zwischen Lviv und Chernivtsi, Lemberg und Czernowitz. Und das sind solche Gebiete, die in dem Fall während dieses Krieges die am glücklichsten sind, wegen der Geografie. Das ist so, dass wenn die Russen auch den Westen Ukraine mit Raketen umschießen, dann sind das dieser Umschuss ist viel, viel, viel
seltener. Die Raketen sind in viel, viel kleineren Mengen sozusagen dorthin in diese Weite geschickt. Und unsere Erfahrungen können wir nicht vergleichen mit Erfahrungen von unseren Landsleuten, die ganz nah an der Frontlinie leben, die im Osten oder im Süden des Landes sind. Aber was einigt, das ist natürlich vor allem eine ganz traurige Sache. Das sind zum Beispiel die Beerdigungen von unseren Leuten, vor allem Männer natürlich, die schon in diesem Krieg gefallen sind. Und in unserer Stadt kannst du natürlich im Zentrum die Promenade, die Fußgängerzone entlang spazieren und auf den ersten Blick siehst du ganz normales Leben mit all den Cafés, Läden, alles mehr oder weniger sauber. Die Leute sind mit ihren normalen Sachen, privatem Leben und so weiter beschäftigt. Nur gibt es ein wichtiges Detail, eine lange Reihe, eine Art der Fotoausstellung konnte man glauben. Das ist so einfach die Ausstellung mit großen Fotoporträts. Aber das sind die Porträts von Stadtbewohnern unserer Stadt, die schon nicht mehr am Leben sind, die in diesem Krieg getötet wurden. Und diese traurige Ausstellung wird größer und größer und größer. Ich weiß nicht, wo die Stadtverwaltung dann die weiteren Flächen findet. Und trotzdem, was in der Stimmung überall in ganzer Ukraine dominiert, das ist natürlich die Idee, also man verweigert jede Kapitulation. Kapitulation ist was noch Schlimmeres als Tod. So ist heute unsere Gesellschaft überzeugt. Ich meine jetzt natürlich die entscheidende Mehrheit von dieser Gesellschaft. Und wenn man das Wort Müdigkeit hört, also wenn man verwendet zu oft bei uns in Medien, würde ich sagen, zu oft, wahrscheinlich ungerechtig, verwendet man bei uns diese These, dass der Westen, vor allem Europa, Europäische Union, von unserem Krieg schon müde sind. Ja, und das nervt natürlich die Ukrainer. Und wenn sie das hören, dann werden sie natürlich, ein bisschen beleidigt, dass man irgendwo, sagen wir, in Jena von unserem Krieg müde ist. Und wir sind das nicht. Bevor ich noch eine Frage stelle, möchte ich Sie sehr herzlich einladen, sich mit Fragen oder Kommentaren oder Repliken zu Wort zu melden. Juri, das, was du vorhin am Beispiel der Buryaten, auch wir Ukrainer waren Buryaten, bezeichnet hast, dass überproportional viele Angehörige nationaler Minderheiten, also aus Dagestan oder aus Buryatien, aus anderen der 21 nationalen Republiken kommen, muss ja nicht zwangsläufig ein Indikator des Imperialen sein. Sondern wenn ich das richtig höre, hat das vor allen Dingen damit zu tun, dass es sozioökonomische Gründe dafür gibt. So wie in den amerikanischen Armeen aller Kriege der vergangenen Jahrzehnte überproportional viele Schwarze
und überproportional viele Hispanics gedient haben, weil für sie die Armee eine Chance des sozialen Aufstiegs war und sie dort Geld verdient haben, so gilt das nach wie vor auch für dieses Russland oder für die Russländische Föderation. Die Leute gehen dahin, weil sie so viel Geld verdienen können wie nie zuvor. Wird eigentlich die Motivation auf ukrainischer Seite, weiter in den Krieg zu ziehen, ebenfalls durch ökonomische Anreize erhöht? Denn die erste Welle der Freiwilligen, die in den Krieg gegangen ist in der Ukraine, die scheint vorbei zu sein. Und dann haben wir eine zweite Welle erlebt. Darüber wird in Deutschland oder in der Schweiz nicht so gerne geredet, dass auch zunehmend ukrainische Männer sich abgesetzt haben und hier teilweise illegal leben. Und trotzdem braucht die Ukraine vor allen Dingen Soldaten, um den Angriff zu stoppen. Und wenn es um den Sieg über einen Aggressor geht, den Aggressor auch wieder zurückzuschlagen. Wird das in der Ukraine diskutiert? Ja, absolut klar. Das kann nicht ohne Debatte bleiben. Und du hast recht in allem, was du bemerkst, was du sagst. Ich würde nur deine These ein bisschen bezweifeln, dass die Vertreter der Nationalminderheiten Russlands, dass sie so massenhaft in die russische Armee strömen, weil sie ökonomisch, also finanziell interessiert sind und für einen sozialen Sprung nach oben träumen. Das kann natürlich teilweise stimmen, aber ich weiß auch was anderes, dass die ganze Mobilisierungsaktion, das ist so wieder im imperialen Zentrum ausgedacht, dass sie besonders aktiv und besonders brutal in der Regionen verläuft, wo diese Vertreter von Nationalminderheiten ihr Zuhause haben in ihren Republiken. Anders gesagt, die Mobilisation läuft in Moskau oder in Petersburg überhaupt unsichtbar. Man spürt dort, die Männer spüren das nicht, dass sie irgendwie die Staatsbürger eines kämpfenden Staates sind. Und irgendwo wieder in Burjatien oder in Tuva oder in Baschkortostan gibt es was total anderes. Da bekommt der Mann überall diese Signale. Und das ist nicht immer absolut freiwillig, dass sie so in die Armee strömen. Die Ukraine ist auf der Suche, sie sucht die optimale Variante. Wie kann man wieder neue Leute in die Armee mobilisieren? Und ich will nicht mehr darüber sprechen, da bin ich überhaupt kein Fachmann. Die Schlussworte kenne ich, die sind vor allem Gleichheit, Gerechtigkeit und klare Regeln. Klare Regeln, wer mobilisiert sein muss, wer mobilisiert sein kann, wer mobilisiert sein darf und wer nicht, überhaupt nicht. Ja? Und wir haben leider bis jetzt noch das noch nicht elaboriert. Ich meine jetzt auch die Gesellschaft. Butakos, Sie wollten direkt zu dieser Frage der ethnischen Minderheiten und der Mobilisierung und der Beteiligung. Ich bitte um Entschuldigung für das Wort Minderheiten, ja. Aber das verwende ich einfach so als ein Begriff, nicht was Ja, ich Schlimm denke, ist. Das ist die Aufgabe, dass wir vielleicht das Wort nicht verwenden. Ethnische Minderheiten sind Tschetschenien, in Ichkeria Minderheiten, ethnische Minderheiten sind Kalmücken
in Kalmykien, wo sie eigene Republik und Verfassung Also ich habe neulich gelesen, dass es nur zwei Republiken in heutiger Föderation gibt, wo diese Titelnation eine Mehrheit bildet. Das sind Tatarstan und Tschetschenien, nur diese zwei. In Baschkortostan sind die Baschkiren schon statistisch gesagt, weniger als die Hälfte. Und Buryatien war so gestützt, damit sie überall Minderheiten sind. Das war so geplant von Moskau. Und die Besiedlungsaktionen haben dazu geführt, dass man sollte eine Minderheit. Kasachen waren in sowjetischen Zeiten zum tiefsten 28%. Und dann hat Michail Gorbatschow auch diesen Argument, dass Kasachen sind eine Minderheit in Kasachstan, deswegen können Kasachstan gar nicht unabhängig werden. Aber das ist eine andere Diskussion. Ethnische Minderheiten. Ich frage mich, diese ethnische Linse, diese ethnische Prisma, manche nach Mehrheiten, manche nach Minderheiten und nicht nach politischen Subjekten, nicht nach, als Menschen zu sehen. Das ist schon eine sehr interessante Sprache, die wir verwenden. Und der schafft diesen sehr interessanten Blick. Und diese Sprache hat eine Geschichte. Die Sprache ist ein, hat nicht nur eine Geschichte, sondern hat ein Ziel. Also wie Sprache sozusagen unsere Gedanken formt, das ist ganz wichtig. Aber wieso sind sie dann die Ärmsten? Wieso sind sie zu dieser Situation gekommen, dass sie so arm sind, dass sie jemanden töten müssen, um irgendwie an das Geld zu kommen? Das ist eine koloniale Geschichte. Und drittens ist ja natürlich, Kolonialismus heißt, die Freiheit, Handlungsfreiheit wegzunehmen. Wir wissen gar nicht, ob die Sachas dann, wo sie ganz wenig über die Ukraine wissen, irgendwie dann in den Krieg ziehen würden, wenn sie die Wahl hätten. Das wissen wir nicht. Und deswegen diese Ethno und, also wenn man sagt, ach, sie bereichern sich, das ist sehr ähnlich zu dem Argument, in Russland gibt es keine Diktatur, Menschen leben so gut, so viele, es gibt so viele reiche Menschen, die reisen überall. Ich sehe in meinem Instagram meine ehemalige Klassenkameraden, sie reisen immer noch, jetzt gerade während der Vollinvasion, keinen einzigen Post zu dem Krieg, aber sie reisen überall, auch nach Europa. Und man kann sagen, okay, es gibt keine Diktatur, das ist das Gleiche, zu sagen, ach, ein Buryate will einfach Geld verdienen, das hat nicht mit Kolonialismus zu tun. Und ich denke, das ist eine lange Diskussion, aber wir müssen immer so schauen, welche Wörter, welche Begriffe wir verwenden und was, welche Arbeit schaffen diese Begriffe. Ein weites Feld. Andreas Heinemann-Grüder hat sich gemeldet. Mit Mikrofon, bitte. In der Zeit komm doch einfach hier vorne hin und sprich hier rein. Okay, also. Ich habe mal das Buch von Reinhard, Die Unterwerfung der Welt, gelesen. 500 Jahre Geschichte. Die Welt hat sich verändert. Und die kolonisierten Gebiete können nie wieder in den Urzustand zurückkehren. Sie sind durch die Kultur, durch die Wirtschaft, durch die Politik zutiefst geprägt worden der Mächte, die sie unterworfen haben. Entkolonisierung kann, glaube ich, nicht heißen, dass man die Geschichte rückabwickeln kann. Was heißt das für die Ukraine? Ich höre ein bisschen raus, wir müssen die Ukraine entrussifizieren, wir müssen eigentlich das Russische aus der Ukraine rausholen, weil das Russische ist eigentlich in der Ukraine alles imperial, die Kultur ist mariniert im Imperialismus und deswegen Dekolonisierung heißt für die Ukraine eigentlich Entrussifizierung. Ist das möglich? Die Ukraine ist selbst zutiefst durch das Russische geprägt, es ist Teil der ukrainischen Geschichte.
Es gibt Menschen, die sich auch mit den russischen Prägungen identifizieren. Das heißt, für die nationale Integration der Ukraine allein auf einer, sagen wir, anti-russischen, dekolonialen Basis wird es erhebliche Probleme für das Gewinnen des Krieges und für das Gewinnen der Menschen geben, die sich nicht allein über das Ukrainische oder, sagen wir, über eine antirussische Identität definieren. Wenn man dem glaubt, was Sie sagen, was heißt das eigentlich für den Ausgang des Krieges? Werden da nicht viele abgeschreckt, weil sie sagen, wenn wir so befreit werden, dann wollen wir doch lieber unter dem Schirm von Putin bleiben? Juri. Ja, Sie haben recht, mir nicht zu glauben. Ich möchte gerne, dass Sie Ihre Frage an die Stadtbewohner von Odessa heute stellen, von Kramatorsk, von Dnipro, von Charkiw. Sie werden nicht so höflich mit Ihrer Frage, wie ich jetzt mich bemühe, höflich zu sein. Russische Sprache ist natürlich ein Teil der Realität der Ukraine. Mit dieser Sprache ist immer noch eine Sprache, mit der bestimmte, die Ukrainer sprechen auch Russisch. Diese Zahl ändert sich die ganze Zeit. Es gibt immer höheres Prozentum, Sie können das nicht glauben, höheres Prozentum von ukrainischsprachigen. Und unglaublich viele Leute haben nur auf Ukrainisch zu sprechen angefangen. Natürlich seit dem 24. Februar 2022. Einfach dramatisch viele Leute. Also das, was Sie betrachten als eine Art Politik von oben oder staatlichen Ideologie, ist nicht unser Fall. Das ist nicht die Idee von Zelensky, der selber der russischsprachigen Teil der Ukraine gehört. Das ist nicht die Entscheidung von ukrainischer Regierung oder irgendwelcher Partei. Das ist so einfach solche gesellschaftliche Tendenz. Wenn ein Mörder zu dir kommt, ein Henker, der alles dir wegnimmt und der hat alles, nicht nur Leben, Würde, Freiheit, Menschlichkeit, dann natürlich beginnt die Periode des Hasses. Natürlich. Ja, ganz schnell. Wenn wir über antirussischen Tendenzen sprechen, was Interessantes in Kasachstan passierte, ist, dass mit der Vollinvasion, mit dem Anfang der Vollinvasion, viele ethnische Russen haben ein Wort entwickelt und die nennen sich Oris. Oris ist das Russisch auf Kasachisch. Sie sagen, wir sind keine Russen, wir sind Oris. Wir wollen unsere Kultur behalten. Aber wir sind Bewohner und Patrioten von Kasachstan. Sie haben kostenlose Clubs geöffnet für das Erlernen vom kasachischen, von der kasachischen Sprache. Und die geflüchteten Russen aus Russland, die nach Kasachstan gekommen haben, die Oris, haben gesagt, ihr müsst jetzt Kasachisch lernen. Das haben nicht Kasachen gemacht, weil Kasachen sagen, lernt die Sprache nur, wenn ihr Respekt vor der Sprache habt. Wir wollen niemandem zwingen, weil wir wollen nicht, dass Kasachisch mit irgendeinem Zwang oder mit irgendwelcher Gewalt assoziiert wird. Wir wollen, dass man unsere Sprache appreciates. Ich weiß nicht, was das auch schätzt. Schätzt, ja. Und wir wollen das nicht zum Unterdrückungsmittel machen. Aber die Oris, also es gibt Gespräche unter der russischen, über Kasachen mit russischem Hintergrund. Manche sagen, wir sind Russen, manche sagen, wir sind Russen und manche sagen, nein, wir sind Kasachen.
Wir haben einfach, es gibt, die Kasachen sind auf verschiedene auch Völkergruppen geteilt und sie sagen, Ores ist unsere Abteilung, diese kasachische Abteilung. Und sie sagen, es ist ganz wichtig für uns. Ich sage immer, die größte Dekolonisierung von der russischen Kultur findet heutzutage in Kasachstan statt. Und die, ja, und okay. Das ist... Gibt es die Lenin-Denkmäler immer noch? Lenin-Denkmäler in Kasachstan. Das könnt ihr anschließend beim Wein klären. Otto Luchterhand hat sich gemeldet. Herr Andruschowitsch, ich habe Ihren Worten mit großer Aufmerksamkeit in manchen Punkten noch mit Skepsis gefolgt, insbesondere als Sie über die Vermutung äußerten oder die Theorie sogar aufstellten, dass die nicht anerkannten de facto Staaten von Bergkarabach bis Transnistrien sozusagen auch eine Frucht oder eine Folge einer subtilen und raffinierten imperialistischen Strategie aus Moskau seien. Ich habe mich mit diesen de facto Staaten, die ich zum größten Teil selbst bereist habe, sehr intensiv beschäftigt in Geschichte und Gegenwart und darüber auch eine ganze Menge publiziert. Und ich kann diese These nur zurückweisen. Sie ist falsch. Und zwar in jeder Hinsicht. Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Das ist natürlich völlig verständlich. Aber ich habe eine ganz andere Frage. Und die betrifft den Kern, eine der Kernaussagen Ihres hochinteressanten, spannenden Vortrages. Das ist die Wahrnehmung, die Beobachtung, dass Russland sich niemals entschuldigt habe für das, was es, Sie haben es auf die Formel gebracht, an Mord und Raub, sozusagen in der Komfortzone, unter dem Beifall vieler Intellektueller, schrecklichen Beifalls in den 30er Jahren insbesondere, verübt hat. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mich mein Leben lang mit der russisch-orthodoxen Kirche und auch mit der Orthodoxie auch in theologischer Hinsicht beschäftigt. Und das hat bei mir die Assoziation ausgelöst, dass das etwas zu tun haben könne, nicht müsse, aber könne, mit dem, was Pravoslavni heißt. Das heißt was auch im Islam die entscheidende Rolle spielt, dass sozusagen die letzte Offenbarung, die weltgeschichtlich stattgefunden hat, im Islam unter Mohammed erfolgt sei. So etwas schwingt auch an sozusagen einem fast mystischen, esoterischen Selbstbewusstsein in den Äußerungen der Hierarchen der russisch-orthodoxen Kirche mit, insbesondere wenn ich etwa dem derzeitigen Patriarchen folge, nicht wahr, der ja, wie wir alle wissen, oder zum Teil zumindest, nicht wahr, ein KGB-Agent in Genf gewesen ist, unter dem bürgerlichen Namen Gundjaev. Ich möchte an Sie als einen der prominentesten Vertreter der ukrainischen Intelligenz die Frage richten, wie das aus der ukrainischen, sehr spannungsreichen und widersprüchlichen sozusagen Kirchengeschichte und orthodoxe Geschichte aussieht. Sie haben das Moskauer Patriarchat mit den entsprechenden Äußerungen auf der politischen Ebene des Patriarchats. Aber Sie haben in der Ukraine eine ganz andere, teilweise jedenfalls, und insbesondere in der Westukraine, wenn ich an die Unierte Kirche denke, ganz andere sozusagen Äußerungen in theologischer und auch in politischer Hinsicht. Ganz kurze Bemerkung. Es ist angekommen, was Sie fragen ja, wollen. Ja, das verstehe ich natürlich, ich habe nur einen Satz. Der russischen Orthodoxie ist Reue, Buße und so etwas nicht fremd. Ganz und gar nicht. Wie hängt das oder wie passt das zusammen? Also die russische Orthodoxie ist eigentlich
die hat nichts Religiöses in sich. Das ist keine Kirche. Das ist eine Abteilung des russischen Regimes. Ja. Und hier ist dieser Begriff Reue nicht verwendbar. Sie haben die ukrainischen Kirchen erwähnt, also die größte Kirche ist doch die orthodoxe. Wir sind auch meistens orthodox, auch die Unierten, die Sie erwähnt haben, die nicht nur in der Westukraine präsent sind, und die Metropole ist in Kiew, das ist keine Westukraine. Die Unierten sind auch orthodox eigentlich. Sie haben nur solche formale juristische Adresse in Vatikan, aber der Papst Franziskus enttäuscht uns mit jeder seinen Aussage so stark und macht den Gläubigen der Unierten Kirche so viel Schmerz, dass sie gleich schon diese Kirche auslösen werden und sich zur orthodoxen Kirche der Ukraine mit ihr vereinigt werden. Ich persönlich stehe weit weg vom kirchlichen Leben, und ich denke, dass trotzdem diese Geschichte mit der Schuld und, oder besser gesagt mit Reue für die Schulden, das ist wirklich eine sehr, sehr unikale, ja, eine einzigartige Sache, die ganz eng mit russischem imperialen despotischen politischen System koexistiert. Nur der einzige Fall, wo das möglich ist. Die Orthodoxen von Bulgarien, von Griechenland, wie auch der Ukraine, die anderen Orthodoxen der Welt sind fähig, sich zu bereuen. Schönen Dank. Es gibt mehrere Wortmeldungen noch, und gleichzeitig gibt es hier vorne in der ersten Reihe deutliche Signale, dass wir zum Ende kommen sollen. Und ich folge natürlich, weil ich ein außerordentlich autoritätsgläubiger Moderator bin, den Anweisungen aus der ersten Reihe, mit dem Verweis, dass diese Veranstaltung ja auch nichts anderes ist als ein Prolog. Wir reißen das an, was wir morgen vertiefen werden. Und es ist in sage und schreibe schon 12 Stunden und 30 Minuten soweit, dass es weitergeht mit dem Vortrag von Maria Todorova, Imperiale Herrschaft und koloniale Erfahrung, das östliche Europa im globalen Kontext. Heute Abend haben wir uns mit imperialer Herrschaft und koloniale Erfahrung insbesondere aus ukrainischer Perspektive und dankenswerterweise auch aus kasachischer Perspektive unter besonderer Bedeutung des russländischen Imperialismus vorgenommen. Ich danke den beiden Rednerinnen und Redner hier auf dem Podium außerordentlich. Vielen Dank, Frau Kalsen-Bekova. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Juri Andruchowitsch.